Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt, The Carp Jungtier. Dschungelbuch trifft Armageddon. Ob ich das durchkomme und ob ich es wirklich noch kann, also es ist in alter Sega-Manier. Wobei die Grafik natürlich nicht vergleichbar mit Sega ist. Ich habe was eben mal kurz angeguckt, um zu gucken, ob die Ton und Einstellungen passen. Ich hoffe, es passt so. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt gucken wir mal, ob ich das noch kann. Und euch einfach nur was anderes zu zeigen, wie immer nur Point and Click, wobei ich da auch noch ein paar im Petto habe. Also keine Angst. Aber ja, ich wollte eben Maus nehmen, funktioniert natürlich nicht. Wir starten ein neues Spiel und gucken mal, wie das Dschungelbuch so ist. Ja. Sieht aber ganz gut aus. Also ich freue mich jetzt echt. Ups. Au. Okay. Dann gucken wir mal, wie wir das durch das Armageddon durchkommen. Okay. Ah, noch mal. Gut. Oh. Ich war jetzt zu so schnell, ne? Alte RT, um Objekte zu schieben. Okay. Das machen wir. Geht auch nur mit Controller, das Spiel. So. Wunderprächtig. Drücke A in der Luft für einen Doppelsprung. Okay, dann wäre ich hier wohl braucht. Jawohl. Okay. Genau, den wir vielleicht brauchen, um zu überleben. Ah, okay. Oh. Ich hoffe, man hört den Controller nicht so sehr. Wenn nicht, muss ich so mal in der Mikrofoneinstellungen noch was ändern. Wölfe. Drücke Y, um zu interagieren. Okay. The days were hot. Fish died in the lake. Plants yellowed. Birds stopped singing. There was thunder, but no rain. You call this period the Great Ecological Catastrophe. I heard my mother's heartbeat as she carried me to Alphaville. People chased us. I remember her driving and bison running by. Then we reached the flooded city with refugees in rubber boats. Suddenly, I couldn't find Mama. I was scared and alone. I'll never know whether she died or abandoned me. I only remember the rockets leaving for Mars. That night, the fighting started. I ran deep into the forest. Ishiro found me and raised me with her cubs. People who didn't make it into the rockets were dying in combat and from the mutating environment. But we, the orphans and animals, didn't fight. Instead, together we adapted to nature that grew out of the rubble. Many moons passed, and then one day, some humans returned. They called themselves Martians. They flew around dressed in yellow. They went hunting and played golf. I would steal their golf balls for fun. It really upset them. And then one day, I found a dead Martian. I took off his helmet and put it on. There was music playing in it. After years of only speaking wolf, I listened to the Martian radio and learned human language again. After the group left, one full moon later, I was chasing a tasty bug. When another spaceship with new Martians arrived, it soon became clear they were trouble. Klingt nach einer interessanten Story, was die Marsianer also Hallo. wirklich vorhaben. Hallo.
Kommst du mir nicht steuern, nicht? Ihr hört den Nostalgiefunk vom Mars. Slurping minestrone soup, sailing with the wind in their hair, singing in unison with thousands of people at a music concert, or smelling the coming rain. Ah, okay, das ist jetzt einfach nur der Radio. Gut. Geht's also dem Käfer nach. Okay, also die Mutter hat ihn mit Sicherheit nicht verlassen, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich denke, sie hätten sich einfach verloren. Kann ich so interagieren? Sieht so, also optisch gestaltet ist es echt schön. Ich denke eher, dass die jetzt gucken wollen und wieder auf die Erde zurück wollen. Um zu gucken, ob sie bewohnbar ist. Oh. Du musst dich an den Baum festheben. Na, ich wollte einen Doppelsprung machen. Ich wollte mal gucken. Ah, der schwingt. Okay. Das wehgeht. Kontrolliere hier alles. Glaubt ihr, dass ich Kontrolle brauche? Ja. Du nervst jetzt nur. Ich nerv nur. Aber es ist schön, dass ein Fabio-Hintergrund ist, ne? Ich gehe schon. Wenn sie gescheite Musik bringen. Ach komm. Du musst dich daran festhalten. Ja. Oh wei. Yes. Ich kann's noch. Oha, wo bin ich denn hier? Großstadt. Hallo, wieso gehst du wieder runter? Ich habe nichts gedrückt. Okay. Was ist denn mit dem Igel oder was auch immer das ist? Wenn ich da drauf springe, was passiert? Es würde mich interessieren. Ich glaube nichts Gutes, aber mal probieren. Oha. Okay, dann komme ich einfach nur zum nächsten Punkt zurück. Gut. Fernhalten von Igeln. Ich hatte es ja schon befürchtet. Von pinkfarbenen Igel sollte man sich sowieso fernhalten, ne? Weg mit dir. Doch, das du hoch. Ah! Drücke beim Rennen B, um zu schlittern. Ah! Okay, danke dafür. Hey! Die schießen! What? Es gibt hier schießende Igel. Habe ich auch was zum Schießen? Ich möchte bitte zurückschießen. Wie soll ich denn da hochkommen? Wenn ich da jetzt hochspringe, bin ich gut? Okay. B. Mit B ducke ich mich. Wir loben. Aus der Seele spricht. Okay. Apropos stickig, bitte versucht nicht die Bullaugen zu öffnen und frische Luft reinzulassen. Aber unsere Kuppeln stehen unter Druck. Recycelte Luft zu atmen. Okay. Finde ich jetzt nicht schlecht gemacht. Ich würde gerne nur. Oh, was ist denn das? Das ist zu anziehend hier, die Pflanze. Ah, Kokosnüssel. Lian, yes. Nein, ich möchte wissen, was passiert. Ich muss mich auch mit dem Spiel erstmal zurechtfinden. Gar nichts. Ah, doch. Ich kann interagieren. Nice. Rülpser. Okay. Rülpser 1 von 11. Oh. Sorry. Oh je, ich tu dem armen Junge dort, ich bring den rum.
Ah, da sehe ich es. Okay. Jetzt muss drücke ich noch Bete bei, dass er sich ein bisschen abholen kann. Der ab. Um die schon wieder. Die schießen. Ist schon mal schießen, die Igel geschehen. Was haben die vom Mars mitgebracht? Guck mal, ja, und wieder Wolf, geil. Aber klar, die haben ihn ja aufgezogen. Wie im Dschungelbuch. Dschungelbuch trifft Armageddon. Das hat gut. Geh weg, du. Oh, was war denn das? Zeichen, du aktiviert. Ich hab B gedrückt. Aber ich glaube, das war der falsche Weg. Also gehen wir wieder hoch. Ah, ich muss wahrscheinlich... Moment, ich muss erst gucken, wo ich hin muss. Wenn ich jetzt so einfach weitergehe. Ah, du könntest auf jeden Fall nur interagieren. Versorgen wir uns wohl mit Bären. Ach gut, wer bist denn du? Wie hieß sie noch mal? Im ja, die hat mich fresse, habe ich gesehen. Wie hieß sie noch mal? Die Schlangen-Dschungelbuch? K? K? Was K? Wie hieß die Schlange im Dschungelbuch nochmal? K, oder? Was, schon lange her, wo ich das Dschungelbuch geguckt habe. Sophie, wir hatten doch ein Buch, habe ich als vorgelesen. Gut, jetzt gehen wir mal in die Richtung. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Gibt es hier einen Wegweiser? Ich bin dann vorhin doch falsch gelaufen. Kann ich interagieren, du? Okay. Hallo, ja, wo geht's denn hier lang? Wenn ich du weitergehe? B, ne, was? Ja. Das war jo jetzt aber fies, oder? Okay, warte. What? Moment. Ich muss A drücken und dann gleich B, um so durchzu. Ja. Hol mal dein Wolfsrudel, bitte. Das bräuchte ich jetzt hier. What? Ich gehe gleich zurück. Ich glaube, ich brech ab. Geschafft. Weg. Haha. Ja, das ist so. Das ist so der Reiz, ne? Das war bei Sega auch immer. Also vergleichbar ist es mit dem Dschungelbuch. Habe ich aber ehrlich gesagt auf Sega nie gespielt. Do not cross. Mhm. Schlecht. Ah, okay, der Ove ist. Yes, da war ich doch aber schon, oder? Oh, komm schon. Gut gefangen. Kinderbuch. Kapitalismus im Spätstadium. Kinderarbeit hat nie schöner geklungen. Bitte was? Oh, okay, also. Nach dem Armageddon sind die Menschen auf dem Mars geflogen, wobei... Oh, verfehlt. Wobei der Junge... verloren wurde. Oh Gott, ich schaff's nicht mehr. Weil ich jetzt gerade konzentriert bin. Also. Jetzt kommen die zurück. We set off from California, we zigzagged up and down the country and covered 18 states all the way up to New York City where I was to take over my father's company. During the trip, the biggest surprise for me was how much of my thinking was practical.
Even banal, I just focused on staying alive at 70 miles an hour on two wheels with crazy winds buffeting me in all directions. So while my mind was this constant barrage of compulsive thoughts, those thoughts were generally practical. Like, how do I get to that destination before dark? Am I drinking enough water? Am I hydrating? The bigger picture stuff of why am I doing this and what is life about anyway didn't come until later. We started the trip at California's infamous orange heat wave, and we rode it for 5 days in temperatures you wouldn't believe. Some mornings I'd have sweat dripping from my elbows before we even set off. My eyes hurt from the sun. Sometimes I'd wake up so sore I could barely move. My inner thighs had engine burn. And even though those closest to me actually didn't think I'd make it, I learned that I could physically overcome much more than I thought. So after that rite of passage, I knew I could take over the company. Doppelsprung. Instead of being an entitled little brat whose father would pay for her theater career, I turned the company into a $1 trillion business. And now, here I am with my family on Mars, among the last representatives of humanity in the universe. Okay. Aside from this high-minded idealism, life has no meaning. Because of these damn EVA suits, there's no wind on the highway here. No open air solitude that makes you feel one with the world like back on Earth. On Mars, even if you manage to get outside, you're still trapped in a bubble of your own stale air. No matter where you go, isolation clings to you. Unlike the open road, it's an experience of void, not wholeness. There's no dancing asphalt in the heat, and no neon lit diners and 2 a.m. omelets with green. Okay, wenn es eine Story kommt, werde ich in Zukunft pausieren, weil es lenkt mich dann zu sehr ab. Und es ist so witzig, dass Mowgli, ich nenne jetzt einfach Mowgli, ja, sich dann ausruht, ne? So, wir starten aber weiter. Okay. Bell peppers in yellow cheddar with a side of burnt hash browns. Greasy bacon and black coffee. Instead, there's this barren rock and strictly monitored oxygen levels in sterile domes. We live in bubbles within bubbles. I admire how far we've come and how resilient we are, but I wonder, just maybe we're just fooling ourselves. Just like during my epic ride, we've mostly figured out the banal questions about water and food and sanitation, and now the greater questions are looming. What are we really doing here? Okay. What is our future? And what will the meaning of life be for my kids? At any rate, the point is, I miss my Jolene. That's all. Thanks for listening. Sie vermisst ihre Joelle. Us on that ride with you, Brianna. Your story is an inspiration for all and reminds us to face our difficulties head on and to value the small things in life, even out here on Mars. Motorcycles, grease, wind in the hair. What better way to remember than with some psychedelic rock for the road? Okay. Also wollen sie ja eigentlich nicht auf Mars bleiben, was ich verstehen kann, sondern wieder auf die Erde zurück. Und ich nehme auch an, dass sie genau aus dem Grund auf die Erde zurückgekommen sind. Um zu sehen, ob man hier wieder leben kann. Das ist ein Krokodil. Hey, du machst mal nichts, ne? Mach die Klappe zu. Ach. Moment. Gehe ich auf die Röhre? Ja, ich gehe auf die Röhre. Okay, das kriege ich mal hin. Dreh dich ruhig um. Okay, jetzt sind wir auf der Straße. Auf dem Weg in die Stadt. Oh, beleuchtet was? Kann ich auf die Straßenlaterne springen? Was glaubt ihr? Was bitte leben, du Verviecher? Das sind die Blaualge, die Strom erzeugen. Also alle, die mich bei mir beim Stream zugucken, wer sich jetzt, was sich mähen will, das Spiel. Du erzeugen Blaualge Strom. Das wäre die Lösung. Wie komme ich dort rüber? Rolle? Nee.
Also auf die Straßenlaternen springen geht nicht. Do und Do ist so ein Stromigel. Also da gehe ich noch drüber. Dann würde ich die Folge 8 beenden. Es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Aber dass du Radio läufst, das finde ich, macht das Spiel interessant. Also mir gefällt es, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und die kommen schon immer raus. Aber hier gibt es auch keinen Weg, ne? Warte mal, mit B. Warte mal. Ja, das wird man aber wenig bringen, oder? Sollen wir es versuchen? Wir probieren es. Jetzt habe ich es gesehen. Okay. Jetzt müsste man es schaffen. Ich sollte doch nicht nein spielen. Ihr habt es vorher schon gesehen, stimmt's? Und hab gedacht, Mensch, drück, lauf da drauf und drück. Okay, jetzt versuchen wir es mit Doppelsprung. Wahrscheinlich die Füße verkaufe, der arme Junge. Ich töte den. Aha. Danke dafür. So, ich möchte die Folge auch nicht so lang machen. Wir sind bei 22 Minuten. Aber hier jetzt zu stoppen wäre dumm. Geh, verzieh dich, du. Warte, ich schwimme mit. Usch. Ach, mir gefällt das wieder, so Spiele zu spielen. Schon ewig nicht mehr gemacht. Muss auch erst wieder so ein bisschen neid bin, aber. Warte. Nach links halte. Und A drücke. Okay, schwimmen, Junge. Kap. Das versuchen wir noch. Bis ich auf so mal. Moment, du machst nichts. Aber optisch ohne. Optisch echt cool gestaltet, oder? Ich muss kurz warten, bis die Liliane sich beruhigt hat. Oh, ich bin so weit ohne das Kinderknicke. Moment. Ich spring doch wieder runter. Ich bin zu weit oben. Lang verlorene Sommertage auf der Erde. Okay. Okay. Oh, Masse Hester Radio. Oh Gott. Es ist verdammt hoch. Ich glaube nicht. Okay. Ich bin jetzt bei 22 Minuten. Ich würde hier beenden. Spiel 8 direkt weiter. Ich muss nochmal gucken, wie ich kurz pausiere. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ich hoffe, Ton und dergleichen hat gepasst. Wenn nicht, muss ich ein bisschen anpassen. Das sehe ich jetzt gleich in der Aufnahme. Deswegen möchte ich jetzt erstmal kurz pausieren, um mir die Aufnahme anzugucken. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zusehen und bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich. Und ein Kommentar ist immer sehr schön. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.